Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der auch wir uns heute dem Anschlag in Halle widmen und uns bemühen werden, ein paar sehr ungewöhnliche Perspektiven hinzuzufügen. Zum Beispiel Ihre, eine Frau mit einer ganz ungewöhnlichen Geschichte, die in ganz kurzer Form so geht, aufgewachsen in New York, in einer extremen jüdischen Sekte, völlig isoliert, in der sich Frauen die Haare zu rasieren und Perücken aufzusetzen hatten, auf Jiddisch übrigens Scheitel genannt. Später wurde sie dann gezwungen, einen Mann zu heiraten, den sie bis dahin nur einige wenige Male gesehen hatte. Und als sie flüchtete, reiste sie durch Europa und entschied sich am Ende ausgerechnet für Berlin und sagt etwas, was irgendwie so gar nicht in die aktuelle Erzählung über jüdisches Leben in Berlin passen will. Sie sagt, viele Juden fühlen sich in Berlin im Moment sehr, sehr sicher. Und noch ein bemerkenswerter Satz. Ich habe ein Problem mit der deutschen Erinnerungskultur, die immer so merkwürdig steif und ritualisiert daherkommt. Wir müssen uns davon lösen und unsere Perspektive ändern. Wie meint sie das? Und trotzdem sagt sie auch mit Blick auf Halle, ich hätte überrascht und schockiert sein müssen, aber das war ich nicht. Wir haben das erwartet. Herzlich willkommen, Deborah Feldmann. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Vielen Dank für die spontane Zusage. Dann neben mir einen Mann, von dem man sagen muss, es gibt nicht viele, die sich journalistisch so intensiv mit Rechtsradikalismus auseinandergesetzt haben wie er. Und zwar ähnlich wie Frau Feldmann auch, auf eine sehr differenzierende und gute Art und Weise. Wenn man sich dieses Video anschaut, sagt er, dann sieht man dort nicht nur ein rechtsextremistisches Weltbild, sondern auch jemanden, der tatsächlich eine internationale Bühne sucht. Der Täter spricht Englisch. Das ist ein Muster, das wir da sehen. El Paso, Christchurch und andere. Die große Frage ist also, was ist zu tun? Fragen wir Olaf Sundermeier. Herzlich willkommen bei uns. Freue mich sehr. Und das passt zu dem, was sie sagt. Gerade beim Anschlag in Christchurch, sagt sie, gab es wirklich viele, viele Warnungen, auch von meiner, von wissenschaftlicher Seite. Da ist, sagt sie, eine neue Subkultur entstanden. Und wir müssen, glaubt sie, unsere Definition von Terrorgruppe dringend hinterfragen. Und sie glaubt, wir müssen im Netz endlich an die Wurzel. Wir müssen die großen Konzerne dazu bringen, die Algorithmen zu verändern. Im Moment, sagt sie, kann es passieren, dass einer, der ein Video über Kleingärtnerei sucht, zwei Stunden später und viele Videos weiter zum Ökofundamentalisten wird. Wie also genau funktioniert Radikalisierung? Fragen wir eine Frau, die in Wien geboren ist, mittlerweile aber in London forscht und weltweit Vorträge und sehr interessante Bücher zum Thema Extremismus hält und schreibt. Julia Ebner, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ja, dann einer bei uns, der zu den besten deutschen Schauspielern überhaupt gehört und trotzdem immer noch nicht abgehauen ist nach Hollywood. Dafür sind wir sehr dankbar. Der vor etwa einem Jahr in einem wirklich melancholisch schönen Buch, Der Apfelbaum, erstmals seine Familiengeschichte erzählt hat. Seine Mutter Jüdin, sein Vater Arzt in der Wehrmacht, seine Mutter nach der Flucht aus Deutschland im Lager in Frankreich, sein Vater in russischer Kriegsgefangenschaft. Später dann in den 50ern haben die beiden sich wieder in Berlin gesehen. Aber das Thema Nazizeit war, so hat er das hier mal genannt, eine Art blinder Fleck in der Familie. Und ich habe, sagt er, mein ganzes Leben um meine Identität gekämpft, denn ich war irgendwie nicht richtig jüdisch und irgendwie auch nicht richtig deutsch. Ich bin, sagt er, jahrelang von meiner eigenen Geschichte davongelaufen. Herzlich willkommen, Christian Berkel. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, und dann einer, über dessen spontane Zusage wir uns besonders freuen, einer, der mal Innenminister war in diesem Land, der 79 den sogenannten radikalen Erlass zurückgenommen hat, weil er es nicht gut fand, dass jeder Staatsdiener sozusagen auf seine Gesinnung hin abgeklopft wurde und ausgeschnüffelt werden sollte. Und die Frage ist, wie verhindern wir in Zukunft Anschläge wie den in Halle? Muss der Staat möglicherweise doch jetzt pragmatischer werden und eben doch genauer hinsehen, wenn junge Männer, die es so gut wie immer sind, sehr lange und sehr einsam vor dem Computer sitzen? Fragen wir einen Mann, der eine zweifache Fluchtgeschichte in seiner Familie hat. Seine Mutter, eine Russin, floh vor dem kommunistischen Terror nach Deutschland und er floh dann später an ihrer Hand aus dem brennenden Dresden. Herzlich willkommen, Gerhard Baum. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Also, bevor wir anfangen, nochmal ganz herzliches Dankeschön. Alle hier in der Runde haben heute ganz spontan zugesagt, sind unserer Einladung gefolgt. Ist nicht selbstverständlich. Jeder hier hat viel zu tun, ist aus seiner Arbeit regelrecht rausgerissen worden. Vielen Dank dafür, das ist großartig.
Und wir haben viel zu besprechen beim Angriff auf die Synagoge in Halle. Werden Täter und Videos dieses Mannes werden wir heute nicht mehr zeigen, um diesem Mann keine weitere Plattform zu bieten. Aber ein Augenzeuge schildert den Angriff. Der war zum Gebet in der Synagoge und so hat er das hinterher berichtet. Wie ihr seht, bin ich kerngesund. Nichts ist passiert. Gott sei Dank, aber ich will trotzdem schildern, was genau geschah. Denn ich war zu dem Zeitpunkt drin in der Synagoge. Das waren die schlimmsten Minuten meines Lebens, ganz klar. Mitten im Gebet, mitten in der Torah-Vorlesung, hört man einen Knall draußen. Also wir schauen praktisch auf eine Überwachungskamera. Wir haben einen Bildschirm in der Synagoge, wir können nach draußen schauen. Und wir sehen, wie in dem Moment eine Person sich mit einer anderen Person streitet. Anscheinend gibt es einen Gerangel, glaube ich. Und die andere Person wurde erschossen. Das ist die Frau, die praktisch vor der Synagoge erschossen wurde. Anschließend darauf kommt der Mensch, also das war ein Mann, hoch mit vollausgestatteter, also mit Helm, mit Sturmhaube, glaube ich, was eine Hochsturmhaube, und mit einem Gewehr, mit einem großen Gewehr, also MK-Gewehr, und ging zu auf die Tür der Synagoge, und wir hatten nur eine Holztür, eine einfache Holztür zwischen uns und dem Täter. Daraufhin, er hat praktisch auf die Holztür geschossen, er hat versucht, sie mit dem Fuß einzutreten. Und in dem Moment dachte ich einfach nur, das Leben geht vorbei an diesem Tag. Und erst dann, als die Polizei gekommen ist, waren wir erstmal sicher. Und heute habe ich wirklich erlebt, was es bedeutet, jüdisch zu sein im Jahre 2019. Heute habe ich erlebt, was es bedeutet, jüdisch zu sein im Jahre 2019. Roman Remis war das. Frau Feldmann, Herr Berkel, an Sie beide die Frage. Können Sie diesen Gedanken nachvollziehen, Frau Feldmann, Sie zuerst? Ob ich an dem Tag zum ersten Mal verstanden habe, was es bedeutet, jüdisch zu sein? Ob Sie nachvollziehen können, was er meint, wenn er sagt, ich habe jetzt das erste Mal ein Gefühl dafür gekriegt, was es bedeutet, jüdisch zu sein 2019 in Deutschland? Ich kann natürlich das nachvollziehen, dass er in diesem Moment sowas sagte, aber warum 2019? Warum Deutschland? Hat das nicht immer das bedeutet, Jude zu sein? Vielleicht erlebt er das tatsächlich für sich selber zum ersten Mal, aber wir haben beide vorher diskutiert. Wir waren nicht überrascht. Wir wissen schon irgendwie, was es bedeutet. Ich glaube, die meisten haben das schon erlebt. Das heißt, Sie haben sich mit Ihren Freunden auch darüber ausgetauscht, auch in der Vergangenheit. Das ist etwas, von dem Sie, ich habe Sie angangs zitiert und sagte, ich hätte eigentlich erschüttert, schockiert und überrascht sein müssen, aber ich war es nicht. Also es gab ja eben diese Schießerei in Pittsburgh. Mhm. Die war ganz grausam. Und da waren wir alle sehr erschüttert, vor allem viele amerikanisch-jüdische Freunde von mir in Berlin. Wir hatten sogar darüber komische, halbironische Witze gemacht, dass jetzt Berlin der Ort ist, wo die Juden flüchten können. Dass Berlin der neue Amerika ist. Der Hort der Sicherheit sozusagen. Ja, und es war gestern Yom Kippur und ich war nicht in der Synagoge. Ich bin ja religiös aufgewachsen und bin heute nicht mehr religiös. Und ich war mit einem sehr guten Freund von mir, der auch aus dieser Gemeinde gestiegen ist und auch in Berlin lebt. Und wir haben uns getroffen und haben auch so drüber gewitzelt. Ah, wir fasten nicht, wir gehen nicht in die Synagoge. Aber wir saßen zusammen und sprachen auf Jiddisch. Mhm. Unsere Muttersprache, mit der wir aufgewachsen sind. Und dann komme ich von diesem Gespräch raus. Und es ist ja nicht so, dass ich so oft die Gelegenheit habe, mit jemandem Jiddisch zu sprechen und so und mich so jüdisch zu fühlen. Und dann sehe ich das auf meinem Handy, einfach eine Schlagzeile. Und da dachte ich an Pittsburgh. Ich dachte, da ist etwas in Deutschland angekommen. Es ist über die Grenze gekommen. Ich habe nicht gedacht, oh, wieder in Deutschland ein Anschlag, sondern es ist jetzt hier. Das ist interessant, also diese Wahrnehmung. Also Sie hatten bislang, deswegen habe ich das eingangs auch zitiert, eher das Gefühl, Berlin ist eigentlich der Hort der Sicherheit. Das passiert eigentlich nur woanders, während wir hier häufig die Debatte andersrum haben. Ja. Ich weiß. Herr Baum sagt auch ja, die Debatte ist eigentlich eine andere. Also das subjektive Gefühl, das auch jemand wie mich zum Beispiel beschleicht, ist, Juden sind hier in diesem Land schon seit einiger Zeit nicht mehr wirklich sicher. Sie haben ein anderes Gefühl. Ich meine, die Debatte war bestimmt bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch richtig. Aber die Debatte muss sich jetzt ändern, weil wir in einem ganz anderen Zeitgeist leben. Und dass Juden gefährdet sind, ist jetzt kein deutsches Problem per se. Das ist ein Problem. Das müssen wir auch gemeinsam angehen. Ich glaube, wir kommen nicht so weit, wenn wir das jetzt nur innerhalb sozusagen des innerländischen Kontextes diskutieren. Da machen wir einen großen Fehler.
Das ist interessant, dass Sie das sagen. Und in dem Zusammenhang auch diese Äußerung mit der deutschen Erinnerungskultur, von der Sie sagen, damit tue ich mich manchmal schwer. Klären Sie das einmal. Ja. Ich will das jetzt nur in diesem Zusammenhang vorstellen, weil ich weiß, dass in Deutschland gibt es schon was Besonderes, was vielleicht nicht in anderen Ländern stattfindet. Nämlich es gibt eine sehr, sehr emotionale, reflexartige Reaktion auf solche Ereignisse, weil es gibt die Geschichte. Und die Geschichte beeinflusst uns, es beeinflusst die Art und Weise, wie wir die Gegenwart wahrnehmen und wie wir die wahrnehmen wollen. Und ich finde, gerade deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir sozusagen den Wald nicht vor lauter Bäumen verpassen. Weil es ist tatsächlich so, dass wir von der Geschichte manchmal geblendet sein können. Die Geschichte wiederholt sich, aber nie gleich. Und wir müssen das wirklich jetzt als ein gesamtstrukturelles Problem wahrnehmen. Die Gesellschaft sieht total anders heute aus. Ja, es gibt das Land Deutschland, aber die Art und Weise, wie Leute sich verknüpfen und verbinden, ist nicht mehr innerhalb Landesgrenzen. Und die Art und Weise, wie Hass sich verbreitet, ist nicht mehr kulturell beschränkt, sondern es geht über alle Grenzen hinaus. Und ich merke, in diesen jüdischen Kreisen in Deutschland, worin ich mich bewege, es gibt verschiedene Reaktionen, aber es gibt hauptsächlich eine sehr große Emotion. Und diese Emotion ist nachvollziehbar, komplett nachvollziehbar. Wenn man diese Bilder auch sieht, ja. Aber auch irreführend. Werden wir im Laufe der Sendung noch ausführlicher darüber sprechen. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Herr Bertel, er sagte gerade, jüdisch sein 2019 in diesem Land. Können Sie diesen Gedanken nachvollziehen? Naja, ich glaube, es ist ganz klar, was er meint. Also für ihn ist das sozusagen der Moment gewesen, wo er begriffen hat, er ist gefährdet und es hat sich etwas geändert. Ich glaube auch, dass sich etwas geändert hat, aber ich war eben auch leider Gottes nicht so überrascht. Wir haben uns vorhin unterhalten, es gab mal, es ist vielleicht ein etwas merkwürdiges Beispiel, vor vielen, vielen Jahren, in vielen Sendungen im Fernsehen, wurde darüber diskutiert, ob es eine Mafia gibt in Deutschland, ob es eine organisierte Kriminalität gibt. Und damals saßen also hier und da Fachleute, die sagten, das ist alles kompletter Blödsinn, das wird herbeigeredet und so weiter. Genauso ging es vor nicht allzu langer Zeit mit dem Antisemitismus. Man hat gesagt, das ist Quatsch, es gibt keinen Antisemitismus in Deutschland. Ich glaube, ein Antisemitismus gibt es in Deutschland, genau wie in anderen Ländern. Es hat ihn schon immer gegeben und es wird ihn auch noch lange geben. Da ist nicht das Hauptproblem, sondern wie wird damit umgegangen? Und ich merke, zunächst mal in Deutschland, in anderen Ländern kann ich es nicht so gut beurteilen, eine Veränderung der Sprache. Und ich glaube, dass es mit der Sprache immer beginnt. Die erste Toleranz kommt auf der sprachlichen Ebene. Und wenn das auf einmal kein Tabu mehr ist, sich offen zum Antisemitismus zu bekennen, beziehungsweise es offen zu benennen, dann ist der Schritt zur Tat, wird einfach immer kleiner. Und es gibt wirklich eigentlich einen ganz wunderbaren Text, Sie werden ihn kennen, aus dem Talmud, nicht? Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und dieser Weg, im Grunde genommen vom Gedanken bzw. vom Wort zum Schicksal, das muss man sich einfach nur mal klar machen und dann gucken, was bestimmte Politiker, also einer bestimmten Partei in der letzten Zeit verbal getan haben. Und ich sage bewusst getan haben, weil ich glaube, das ist teilweise kriminell, was sie geäußert haben, also Beispiel Gauland. Ja. Sie spielen jetzt auf die Vogelschiss-Bemerkung Vogelschiss, an und andere Dinge. Ja. Ja. Wenn man zum Beispiel mal dieses Bild nimmt, allein dieses sprachliche Bild, der Vogelschiss der Geschichte. Was ist denn ein Vogelschiss? Ich gehe auf der Straße spazieren. Ich bin doch vollkommen unschuldig, wenn mir irgendwo ein Vogel im Vorbeigehen auf den Kopf kackt, auf gut Deutsch gesagt. Was kann ich denn dafür? So ist aber die deutsche Geschichte oder die deutsch-jüdische Geschichte nicht gelaufen. Da ist nicht irgendein Volk zufällig mal spazieren gegangen und das ist ihm auf den Kopf gefallen. Sondern das ist aus diesen Köpfen herausgekommen. Und das alles ist sozusagen Verharmlosung. Es wird permanent verharmlos und es werden zunehmend antisemitische Äußerungen
toleriert. Das Thema mit der Sprache, da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Wann haben Sie als jemand, der sehr viel mit Sprache zu tun hat, der mit Sprache umgeht, wann haben Sie das erste Mal gemerkt oder überhaupt festgestellt, da gibt es möglicherweise wenig Sensibilität? Hat sich das möglicherweise irgendwann mal verändert? Und ist das jetzt wieder, was wir erleben, ein Rückfall sozusagen in alte Zeiten? Wie ist diese Entwicklung gewesen, um mal wegzukommen von Gauland und Vogelschiss und so weiter? Weil ich oft das Gefühl habe, das verkürzt die Debatte arg. Und wir beschäftigen uns immer mit Symptomen, aber gehen nie wirklich mal an die Ursachen ran. Es hat ja lange Zeit, also ich habe es in den 70er Jahren zum Beispiel erlebt, da fing es überhaupt an, dass man über bestimmte sprachliche Wendungen anfing nachzudenken. Mhm. Also ich habe es in meiner Jugend erlebt, dass Leute ganz entspannt und ohne sich irgendetwas offenbar dabei zu denken, gesagt haben, so wie wir heute sagen, bis der Arzt kommt, sagte man damals, bis zur Vergasung. Das war ein völlig normaler Sprachgebrauch und derjenige, der das tat... Alle nicken hier im Publikum auch viele. Derjenige, der das tat, war also nicht per se als Antisemit einzustufen. Dem war das, weil es einem überhaupt nicht bewusst. Das war quasi aus dem Dritten Reich wahrscheinlich übernommen. Nee, das kommt aus dem Ersten Weltkrieg. Und so, und irgendwann sind Leute gekommen und haben gesagt, Moment, man kann's mal kurz darüber nachdenken, was du da gerade gesagt hast. Dann verschwand das aus der Sprache. Es ist also eine gewisse Leistung, eine gewisse Auseinandersetzung, die stattgefunden hat. Und jetzt merken wir auf einmal einen Rückfall, so wie wir den auch auf anderen Ebenen spüren. Also wir erleben ja etwas, was wir vor ein paar Jahren wahrscheinlich alle nicht für möglich gehalten hätten, beziehungsweise nach 1989 dachten, es sei vorbei. Wir erleben so etwas wie einen Rückfall ins ideologische Zeitalter. Und zu diesem ideologischen Zeitalter gehören eben auch solche Positionen. Herr Baum nickt gerade. Herr Baum, wann ist Ihnen... Also ich würde sagen, die Lage ist ernst. Also zunächst würde ich Ihnen sagen, als einer, der mitgewirkt hat, die Demokratie in Deutschland aufzubauen, das Grundgesetz unserer Demokratie ist eine Gegengründung, bewusste Gegenbewegung gegen die Barbarei. So haben wir uns verstanden und so ist auch die Erinnerungskultur bis heute lebendig. Aber was wir heute erleben, ist in dieser Dimension in meinem Leben noch nicht passiert, nämlich einen solchen Zuspruch an Rechtsextremismus. Das ist ja der Nährboden, der auch der verschiedene Wurzeln hat. Eine Wurzel hat er in den ganzen Unsicherheiten und Ängsten der Globalisierung. Und eine weitere Wurzel, ein Brandbeschleuniger, war der Zuzug von Flüchtlingen. Das heißt, also 2015, wir haben erleben in Deutschland eine wachsende Fremdenfeindlichkeit und einen wachsenden Rassismus. Ein Rassismus gegen den Islam, eine Religionsfeindlichkeit. Und darin steckt auch ein wachsender Antisemitismus. Das heißt, wir haben es mit einer sehr ernsten Situation zu tun. Und die Frage ist, wie kommen wir da raus? Was machen wir? Da sind die einzelnen Menschen wichtig. Dazu werden wir hier noch kommen, wie wir auf die Menschen zugehen. Dafür ist aber auch wichtig, dass die Politik reagiert, dass sie wahrnimmt, was passiert, ehrlich aufnimmt, was passiert und dann auch versucht, mal den Ängsten nachzuspüren. Was können wir das denn tun? Findet das denn statt? Nein, das findet nicht genügend statt. Man muss den Menschen sagen, es gibt keine Rückkehr aus der globalisierten Welt zum Stammesfeuer. Wir müssen mit den Umständen umgehen lernen. Ja? Und es gibt berechtigte Ängste, Abstiegsängste, Ängste vor einem ausufernden Kapitalismus, Terrorängste, Flüchtlingsängste. Mit diesen ganzen Ängsten müssen wir umgehen und wir müssen den Menschen helfen, damit fertig zu werden. Also von oben herab zu sagen, so eine Angst darf es gar nicht geben, das hilft überhaupt nicht. Wir müssen aktiv als Politik sehen, was passiert und dann überlegen, wie können wir in dieser Gesellschaft Brücken bauen, entkrampfen. Denn der Zustand jetzt ist hochgefährlich. Und er mündet eben in der Spitze, in Gewalt. Das ist die Spitze des Eisbergs. Ich habe heute gelesen, es gibt in Nordrhein-Westfalen Bürgerwehren, die sich aufgebaut haben, die mit gewalttätig auf die Straße gehen. Das heißt, der Rechtsextremismus geht gewalttätig auf die Straße. Ja? Sie stehen wir vor Straßenkämpfen und so weiter. Das Bundeskriminalamt warnt. Also es nützt nichts, nur dass die Demokraten sagen, wir stehen zusammen. Natürlich sind wir in Mehrheit eine demokratisch fundierte Gesellschaft. Aber über dieser Gesellschaft liegen hochgefährliche Schatten. Das ist das eine. Ich würde aber trotzdem gerne mit Olaf Wundermeyer mal einen Schritt weitergehen. Denn was Sie sagen, ist natürlich richtig.
Man kann den Leuten nicht so therapeutisch verordnen und sagen, du brauchst jetzt keine Angst zu haben, du hast auch keine Angst zu haben, wenn er sie trotzdem hat. Der zweite Standardsatz, der dann immer kommt, ist, wir müssen die Leute ernst nehmen oder wir müssen die Leute abholen. Ja, und da gibt es mehr Geld für irgendwas, ja. So, das ist, sind alles immer diese Stehkastensätze, die aber offensichtlich nicht verfangen und was auch nicht funktioniert. Deswegen würde ich gerne Olaf Sundermeier an dem Punkt fragen, der sehr, sehr intensiv sich mit dieser rechten Szene auseinandersetzt, aber auch jemand ist, der als Reporter wirklich sehr nah dran ist an dem, was einfach Menschen glauben, welche Ängste sie haben. Was ist das mit den Bürgerwehren, das Herr Baum dort gerade berichtet? Und vor allen Dingen, was ist die Motivation eines Täters möglicherweise wie des Täters in Halle? Was geht in diesen Köpfen vor? Also das Thema mit den Bürgerwehren ist ein aktuelles gewesen aus Nordrhein-Westfalen. Ich komme auch gerade, der Innenminister hat das gespielt in der Öffentlichkeit. Ich habe selbst mit Mitgliedern aus Bürgerwehren in den vergangenen Wochen noch gesprochen, an der Grenze zu Polen in Sachsen. Da ist es ein bisschen anders gelagert. Da gibt es Menschen, die sagen, der Staat hilft uns nicht mehr, hier aufzuräumen, mit der Kriminalität fertig zu werden. Also nehmen wir das Recht jetzt selbst in die Hand, weil das Vertrauen in den Staat schwindet. Und das ist etwas, das nimmt zu, punktuell, regional unterschiedlich. Dann gibt es Bürgerwehren, und da würde ich ganz klar von Rechtsextremisten reden, die genau diese Gedanken auf eine Handlungsebene tragen, zu sagen, wir müssen etwas tun, wir müssen vorgehen gegenüber Fremdung, gegen Fremde auf der Straße. Diese Menschen haben eine Angst vor Überfremdung. Die Angst vor Überfremdung ist das wesentlichste Motiv für rassistisch motivierte Straftaten. Niemand von uns kennt diesen Täter aus Halle persönlich. Mhm. Ich kenne aber reichlich Leute, die rechtsextremistische Gewalttäter gewesen sind. Auch Leute, die Menschen umgebracht haben, habe zahlreiche Gespräche mit denen geführt. Und was sie alle verbindet, ist diese Notwehrargumentation. Die finden wir jetzt bei diesem Täter auch durch seine Veröffentlichungen, zu sagen, es findet eine Überfremdung statt, die wird gesteuert am Ende. Von wem? Von den Juden in dieser Argumentation. Mhm. Wir müssen dagegen etwas tun. Und dann gehen wir zum Beispiel in der Form von Bürgerwehren auf die Straße und schützen unsere Frauen, weil die von fremden Horden, von muslimischen Horden reihenweise überfallen und angegriffen werden. Aber diese Angst vor Überfremdung wendet sich in Wut, in Gewalt, in einer Notwehrargumentation, die dann immer wieder herhält, zu sagen, wir tun das Richtige, wir wehren uns nur. Mhm. Aber nochmal, was passiert denn da? Die Kriminalitätsstatistik gibt das ja nicht unbedingt so her. Die Zunahme der antisemitisch motivierten Straftaten, Gewalttaten zum Beispiel, die gibt die Kriminalitätsstatistik her? Nee, das meine ich nicht. Ich meine die Angst sozusagen vor Kriminalität, also die Idee, es wird alles immer schlimmer, uns entgleitet hier komplett die Kontrolle über dieses Land. Sehr interessant, deswegen jemanden wie Frau Feldmann in der Runde zu haben, der sagt, also in Berlin eigentlich fühle ich mich da als Jüdin relativ sicher. Das ist eigentlich ein Ort, an dem ich mich relativ sicher bewegen kann. Widerspricht sehr, sehr häufig den objektiven Tatsachen. Übrigens nicht nur beim Thema Kriminalität, auch wenn Sie auf die Wirtschaftsdaten schauen. Deutschland ist insgesamt ein Land, das ökonomisch floriert seit vielen Jahren, auch wenn es jetzt ein bisschen abflacht. Aber wenn man mit Leuten spricht, die sich irgendwie bedroht fühlen durch Globalisierung, die Ängste haben, dann hört man, permanent ein Katastrophengequatsche. Ich sage das jetzt einfach mal so. Geht mir auch so. Von Leuten, wo ich sage, mach doch mal die Augen auf. Wir leben in dem besten Deutschland. Ich habe neulich ein Interview mit einem 94-Jährigen in Sachsen geführt. Der ist in der Weimarer Republik geboren, war Hitlerjunge, als Nationalsozialist groß geworden, ist im Krieg gewesen an der Ostfront und als Kriegsgefangener in Stalingrad. Anschließend hat er in der DDR gelebt. Dort konnte er eine Karriere machen. Der sagt, ich weiß nicht, was die Leute haben um mich herum hier in Ostsachsen. Ja. Ich lebe in dem besten Deutschland, das es je gegeben hat. Und das müssen die Leute auch, also es klafft eine Riesenlücke zwischen deren Wahrnehmung und der Bedrohung, die angeblich über uns liegt, und dem, was tatsächlich in diesem wunderbaren Land funktioniert. Ja. Einiges funktioniert nicht, aber im Großen und Ganzen funktionieren Dinge und den Menschen geht es gut. Spricht man aber mit ihnen, dann kriegt man massiv den Eindruck momentan, das habe ich in unzähligen Gesprächen überall in Deutschland, dass wir im Prinzip vom Weltuntergang stehen. Das ist kein ostdeutsches Phänomen. Das ist kein ostdeutsches Phänomen. Das habe ich selber auch so erlebt. Frau Feldmann, Sie wollten gerade. Sind nur ganz kurz ein bisschen weiter ausholen, weil wir reden ja von einem spezifischen Tat. Und wir reden von einem spezifischen Täter, der sich selber als Loser
ausgibt, der hat keine Freundin, der sagt, er hat keinen Job, der ist need, not in employment, training, or ich weiß nicht, was das andere E ist, aber der gibt sich selber ganz aus als Mann, ohne Familie, ohne Freundin, ohne Job, ohne Zukunft. Und er ist Mitglied eines Forums voll von Männern überall in der Welt, die keine Freundin haben, keine Arbeit haben und keine Zukunft haben. Und hier reden wir nicht mehr über deutsche Rechtsextremismus oder diese Tradition. Hier reden wir über ein neues Phänomen. Nein, das ist kein neues Phänomen. Sie haben nur andere Radikalisierungsformmöglichkeiten. Vielleicht hören wir von der Forscherin gleich noch ein bisschen was dazu. Aber die Argumentation, das Streben nach Anerkennung, das haben Sie bei zahlreichen rechtsextremischen Gewalttätern. Und auch bei den islamistischen Tätern. Es gibt starke Überschneidungen, aber das Streben nach Anerkennung, dieses Losergefühl, keine Freundin gehabt zu haben, jetzt mal ganz einfach, das sind die, die auf dem Schulhof jetzt nicht als erstes gewählt wurden, wenn eine Fußballmannschaft zusammengestellt wurde, die nicht mit 14, 15 bei jeder Party gleich irgendwie die Homecoming Queen abgegriffen haben, einfach zugespitzt ausgedrückt, sondern die sich nach hinten gesetzt fühlen, die nach Anerkennung streben, die etwas Großes bewirken wollen, eine große anerkennungswürdige Tat, auch negative Anerkennung ist Anerkennung. Ja, und das potenziert stattzufinden sich noch, einfach. Das potenziert sich noch durch die Möglichkeiten des Internets und das, was Sie beschreiben. Und ist zu einer Identität geworden. Das, was Sie beschreiben, ist sowas von beispielhaft für extremistische Gewalttäter, wie es eben nur sein kann. Und der Unterschied aber ist, dass die jetzt alle miteinander verbunden sind und Teil einer Kultur geworden. Eine Subkultur. Die haben jetzt eine Kultur und die sind organisiert. Und in Amerika hat sich ja, nachdem Trump gewählt wurde, diese Verschwörungstheorie verbreitet von Deep State. Das hat man ganz viel gehört. Aber ich glaube, wir müssen von Deep Society reden. Weil ich glaube, diese also Menschen haben Deep sich State, muss man einmal kurz erklären, ist sozusagen die Vorstellung, die Amerikaner, wir hatten gerade neulich einen amerikanischen Politologen hier, Herr Anderson, der erzählte, dass Amerikaner Verschwörungstheorien lieben. Und Deep State ist sozusagen die Vorstellung, da gibt es wichtige Beamte, Geheimdienstler, die sich zusammentun und quasi ein Staat im Staate sind und gegen den eigenen Präsidenten, die eigene Regierung, und das eigene Land. Gerichtsbarkeit agieren. Genau. So. Und was wir verstehen müssen, ist, wir haben ein Segment der Gesellschaft. Und Sie sagen, wir haben eine Deep Society, genau, also eine, versteckt ist, eine Parallelwelt, ja? Die wir gar nicht erfassen oder verstehen können, der außerhalb der Gerichtsbarkeit unserer gesellschaftlichen Werten und Zivilisationen ist. Aber hier, ich möchte noch mal sagen, es gibt hier Besonderheiten. Die Rechtsextremisten lehnen sich an der Nazi-Ideologie an, nicht? Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Da wird Führers Geburtstag gefeiert. Das ist für uns eine besondere Situation. Und wir haben es bei dem islamistischen Terror mit anderen Wurzeln zu tun. Aber die Tätermotivation liegt mitunter sehr nahe. Und deshalb müssen wir unterscheiden zwischen diesen Prozessen in der Gesellschaft, die sehr weit verbreitet sind, viel zu weit, und den einzelnen Tätern. Das deswegen sind ja so viele nicht. Deswegen und die ist Frage es, ist, wie kommen wir präventiv an die ran? Wie holen wir die raus? Herr Baum, deswegen würde ich Ihnen sehr gerne Julia Ebner vorstellen, die uns ein sehr interessantes Buch genau sehr zu dem Thema Buch gemacht hat, in dem sie parallel auch ziehen und sagen, die Radikalisierung von Islamisten und auch von Rechtsextremisten läuft auf eine ganz ähnliche Art und Weise ab. Und weil wir gerade sagen, Deep Society, Sie, ich habe Sie vorhin zitiert, sagen, wir müssen unsere Idee von Terrorgruppen, das müssen wir anders definieren, Einzeltäter, wir retten uns dann immer mit dem Begriff des Einzeltäters und sagen, nur alle kriegen wir allmählich das Gefühl, es sind ein bisschen viele Einzeltäter hintereinander plötzlich. Also wir müssen jetzt mal einen Schritt weiterkommen. Ja, es ist interessant, weil also mein erstes Buch war zum Thema der Parallelen und der Parallelen vor allem zwischen Islamisten und Rechtsextremisten. Aber das zweite Buch war eher zur Verwendung von neuen Technologien durch Extremisten und diese ganzen Subkulturen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Und also Radikalisierungsmaschinen, wie ich sie nenne. Maschinen, genau. Erklären Sie das einmal. Wie funktioniert eine Radikalisierungsmaschine? Also das Problem ist, dass in den letzten Jahren sich diese unterschiedlichen Subkulturen im Netz sehr stark immer mehr überlappt haben, überschnitten haben und sich eine Dynamik ergeben hat, gerade auf diesen alternativen Plattformen, wie zum Beispiel 8chan und 4chan. Ganz kurz für die, die es nicht wissen, 8chan ist was? 8chan ist eine Plattform, die mittlerweile heruntergenommen wurde aus dem Netz,
Aber wo der Christchurch, der Neuseeland-Attentäter zum Beispiel, sein Manifest gepostet hat. Und es ist eigentlich nur eine aus einem ganzen, ich würde sagen, schon fast rechtsextremen Paralleluniversum online. Ist das, wie muss man sich das vorstellen? Ein rechtsextremes Darknet? Oder wie ist das? Also man muss nicht mal ins Darknet einsteigen. Also man braucht zum Beispiel keinen speziellen Zugang, sondern es ist tatsächlich im Surface Web. Also jeder auch. Wir könnten da jetzt alle reingehen, sofort. Ja. Und würden dann was finden? Wir würden dann, von zum Beispiel Anleitungen zu, wie man sich selbst Waffen baut, bis hin zu ideologischen Materialien, Holocaustleugnung, aber auch Kampagnen, die versuchen, Neuankömmlinge und zum Beispiel auch aus anderen Subkulturen, zum Beispiel aus der Gaming- oder Videospielkultur, zu radikalisieren. Also die unterschiedlichsten Elemente und diese unterschiedlichsten Subkulturen haben sich auch sehr stark miteinander verbunden. Genau, und überlappt sich vor allem seit der US-Wahl. Und Hass gegen einzelne Personen natürlich. Ja, absolut. Ja. Die Leute, die diese Seiten gegründet haben und besitzen und weiter verwalten, können Sie ganz kurz uns darüber erzählen? Ja, es sind meistens ultralibertäre Plattformen, die keine Inhalte aus dem Netz nehmen wollen, die teilweise nicht für Extremisten gegründet wurden, aber die diese Inhalte einfach stehen lassen. Die sozusagen sich etablieren wollen als Meinungsfreiheitsforum. Und das sind Amerikaner, oder? Die allermeisten Plattformen sind amerikanisch, aber es gibt auch andere. Und es gibt quasi Ist das der Grund, warum der junge Mann Englisch spricht? Genau. Der Täter aus Halle spricht Englisch, ja, während er diesen Anschlag verübt. Ja. Warum? Weil er auf so eine Liste gekommen. Im Übrigen. Bitte? Ich bin auch auf so eine Liste gekommen. Also es gibt zum Beispiel eine internationale Liste. Wahrscheinlich kommt es ja auch aus Amerika. Also mehrere Länder, Deutschland, Amerika, England, Frankreich, Italien, Spanien. Und da sind also zum Beispiel in Deutschland etwas über 300 Namen auf der Liste. Mhm. Von Angela Merkel bis. Es geht sozusagen um die Verräter der weißen Rasse. Mhm. Ja, und bei den Menschen, also bei den jüdischen Menschen oder Menschen mit jüdischen Wurzeln steht, damit man es ganz klar gleich erkennen kann, der Davidstern daneben. Und man ist also wirklich verblüfft. Ich habe damals Sie stehen da auch drauf. Ich stehe da auch drauf. Habe ich gefragt, was kann ich dagegen tun? Und dann hieß es ja im Prinzip schwierig bis gar nichts, weil es ist ganz schwer überhaupt an die Leute ranzukommen oder überhaupt in Erfahrung zu bringen, wer hinter dieser Liste steht. Ja? Aber im Prinzip wäre es, glaube ich, doch eine Sache, also für die Staatsanwaltschaft oder für den Verfassungsschutz, also wenn das nicht den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt, dann weiß ich nicht, was passieren muss. Und natürlich fühlt man sich nicht wohl, wenn man auf so einer Liste ist, weil jeder Mensch, man muss eben nicht ins Darknet gehen, jeder Mensch kann diese Liste finden. Und dass wir in so einer Zeit leben, wo solche Listen online verfasst werden, verbreitet werden und es auch entsprechend agiert wird gegen Menschen, da kann man ganz klar die Schuld zu Füßen anderer Menschen legen. Also da reden wir hier von Silicon Valley und der Traum, dieser utopische Traum von Silicon Valley, den sie viel zu lange verteidigt haben und weshalb wir mit sowas zu kämpfen haben. Das ist mir ganz klar. Ja, und wenn wir über die Politik reden... Ja, aber wir sind ja dabei, juristisch, auf europäischer Ebene, nationaler Ebene, die Facebook und andere zu zwingen, dagegen vorzugehen. Selber dagegen vorzugehen und auch zu melden, Straftaten zu melden. Okay. Also Frage an Frau Ebner, funktioniert das, Frau Ebner? Im Netz tätig zu werden. Das müssen Sie mal erklären, wie wirksam das überhaupt ist. Genau. Ja. Und das Netz allein zu bekämpfen, reicht natürlich nicht. Wir müssen in die Gesellschaft hinein, nicht? Genau. Außerhalb des Netzes auch. Die Herausforderung ist, dass es solche isolierten Echokammern gibt, wo niemand etwas berichten würde oder wo niemand, wo einfach... Die sind so abgeschottet eigentlich von der Außenwelt, dass sie sich wirklich in diesen Blasen schon befinden. Aber Sie haben ein Beispiel, ich glaube, in einem Ihrer Bücher beschreiben Sie das auch, Frau Ebner. Und das fand ich sehr interessant, weil es ja immer dann spannend wird, wenn es letzten Endes um uns alle geht. Also offenbar sind ja diese ganzen Plattformen so aufgebaut, dass sie etwas in uns triggern, dass sie sozusagen mit Instinkten und mit Dingen, Charaktereigenschaften auch von uns spielen, die uns ganz unmittelbar dazu bringen, bestimmte Dinge immer weiter zu verfolgen. Und zwar so lange, bis wir wirklich so inhaliert haben, dass wir das Gefühl haben, natürlich, so ist es. Morgen geht tatsächlich die Welt unter. Ja. Beschreiben Sie das. Es sind eigentlich die Art und Weise, wie diese Plattformen funktionieren, sind nichts anderes als ein Spiegel unserer Psyche oder der menschlichen Psyche. Nämlich? Also
Nämlich, wir haben uns schon immer faszinieren lassen von gewaltvollen Inhalten, von extremen Inhalten, von Verschwörungstheorien. Und das hat sich auch mit dem Netz nicht geändert. Das, was wir früher vielleicht gerne angeschaut haben, wenn es um Gladiatorenkämpfe gegangen ist, sehen wir auch heute noch, oder ist das, was uns auf den Plattformen hält. Mhm. Und dadurch, dass das Geschäftsmodell darauf aufbaut, die Menschen möglichst lang auf den Plattformen zu halten, ist das genau das, was die Algorithmen auch dann weiter empfehlen in den Empfehlungsalgorithmen. Mhm. Das heißt, wie ich es eingangs zitiert habe, es kann Ihnen passieren, Sie wollen was über Kleingärtnerei sehen und die Videos, die Sie sozusagen immer weiter sich anschauen, also zu deren Benutzung Sie verführt werden, führen dann dazu, dass Sie am Ende das Gefühl haben, also eigentlich muss ich jetzt Ökoterrorist werden, weil ansonsten ist der Planet morgen nicht mehr zu retten. Das meine ich. Dann ist ein schmaler... Es trifft auf jedes Thema zu, dass man einfach immer extremere und radikalere Inhalte vorgeschlagen bekommt. Auf welcher Seite war der Täter von Halle jetzt unterwegs? Auf welcher Plattform? Also er war auf unterschiedlichen, so wie es scheint, auf unterschiedlichen Plattformen, die dieser Subkultur entsprechen, aktiv. Also er hat auf Twitch hat er seinen Livestream gemacht, hat aber sehr viele Referenzen zu 8chan verwendet. 8chan, die Plattform, die... Was ist Twitch? Twitch ist eigentlich eher eine Applikation, die jetzt verwendet wird, gerade für so Livestreams. Und er war auch vermutlich in verschlüsselten Applikationen unterwegs wie Telegram. Ich glaube, die Investigationen laufen natürlich noch. Aber gerade so diese Chatbots und auch so alternative Twitter, die Alternative für Rechtsextremisten zu Twitter, Gab. Stimmt es, weil Sie gerade Twitch sagten, das ist jetzt ein bisschen speziell, aber trotzdem interessant, weil da kommt wieder die Verbindung in meine langweilige Welt. Ja. Twitch, ursprünglich gegründet als Plattform für Leute, die gerne Videospiele spielen und sich sozusagen gegenseitig dabei beobachten, wie sie ein Level nach dem anderen erfolgreich bestehen. Genau, also Twitch ist keine radikale Plattform per se. Genau, aber wem gehört das mittlerweile? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe gelesen, es gehört Amazon. Amazon, Jeff Bezos. Jeff Bezos gehört das. Okay, dann, ja. Also und wurde verkauft eigentlich für 980 Millionen Dollar. Machen Geld mit Radikalisierung. Mit Macht? Ja. Das ist ein ganz interessanter Punkt, also zu verstehen, was da eigentlich passiert. Also du hast eine Plattform, die ursprünglich für was ganz anderes gedacht war, die ein Geschäftsmodell wird. Ja. Und die Frage ist ja, weil das war ja nicht als rechtsradikale Plattform intendiert, wie gehen wir damit um, wenn dann Leute das plötzlich auf diese Art und Weise missbrauchen? Was ist denn der Weg daraus? Ja, es ist auch ähnlich auf der Gaming-Plattform Discord. Ich glaube, es bricht meine Stimme gleich weg. Ich lasse mal den anderen sprechen. Ich würde... ein bisschen zu diesem amerikanischen Traum sprechen wollen, nämlich diese Idee von Meinungsfreiheit, nennen wir das hier, Freedom of Speech in Amerika. Diese ganze Debatte über das Internet und Silicon Valley, und das ist gerade, das fiebert übrigens gerade in der amerikanischen Presse. Es ist wirklich unvergleichbar, was gerade abgeht und was für Veröffentlichungen jede Woche neu erscheinen. Es geht um diese ganz alte amerikanische Idee, dass jeder sagen darf, was er dann sagen will. Und das haben wir zu einem Albtraum eigentlich umgewandelt. Wir haben das zu einem Albtraum umgewandelt, wo wir die Leute ermutigen, die schlimmstmögliche Sachen zu sagen, die sie sich überhaupt ausdenken können. Wir haben eine quasi virtuelle Gesellschaft erfunden, die reeller ist als unsere wirkliche. Und da sind wir die schlimmste Versionen unseres Selbst. Es ist vor allem auch diese Überschneidung von, was ist noch Trolling und was ist Terrorismus? Also, dass sich das so vermischt. Was ist die reale Welt und was ist nur noch ein Spiel, sozusagen ein Online-Spiel? Das haben wir auch in den letzten Anschlägen gesehen, dass da die Linien so verzerrt werden oder dass auch die Mitglieder dieser Communities teilweise überrascht sind von, wie sich das dann wirklich in der echten Welt manifestiert. Also zum Beispiel, ich schreibe etwas Schlimmes, aber habe ich doch eigentlich nie ernsthaft machen wollen und sind dann überrascht davon, wenn es einer aus dieser Gemeinschaft dann plötzlich tatsächlich umsetzt. Olaf Sundermeier, welche Rolle spielt in dem Zusammenhang das Netz? Sie haben das selbst gesagt, das ist kein Zufall, dass der Täter von Halle, dass der teilweise Englisch spricht in diesem Livestream, den er dort abgesetzt hat. Der wollte internationale Aufmerksamkeit. Was wollte der transportieren? Worum die größtmögliche maximale Öffentlichkeit. Das ist ganz klar. Es geht um Anerkennung. Es gibt die Anerkennungstheorie, die liegt irgendwie dem zugrunde. Man findet das bei sämtlichen Extremisten, auch bevor es das Internet überhaupt gab. Dieser Antrieb, etwas zu leisten,
einen Wert zu erreichen durch etwas, was vielleicht auch durch die restliche Gesellschaft so ein bisschen kritisch beäugt wird, Tabus zu brechen, ganz groß rauszukommen. Und da sind wir jetzt an einem Punkt technisch angekommen, wo das Maximale möglich ist. Und diese ganzen Beispiele, deswegen ist ja auch diese Diskussion, wird ja zurechtgeführt, zeigt diese Bilder nicht immer wieder, heroisiert diese Leute nicht. Es sind Vorbilder. Ich möchte jetzt diese Namen alle nicht nennen. Die wurden hundertfach, tausendfach in den letzten Monaten, Jahren genannt. Wir haben alle diese schrecklichen Taten vor Augen an den Orten. Ich nenne nur die Orte. Ich nenne Utoya, ich nenne Christchurch, El Paso. Das haben diese Leute zum Vorbild. Das sind Vorbilder, das sind Idole innerhalb der rechtsextremistischen Szene. Mhm. Die möchten auch so etwas erreichen. Die möchten die größtmögliche Zahl von Opfern einem großen Publikum zeigen und dass der eigene Name von jemandem, der sich als niemand fühlt, der es nicht geschafft hat im Leben, der an sich gezweifelt hat, der immer die Schuld auf andere geschoben hat, der möchte jetzt ganz groß rauskommen. Und das ist aus der Logik eines Extremisten, auch wenn ich diesen Mann nicht kenne persönlich, aber aus der Logik der Extremisten, die ich kenne, ist ihm das gelungen. Okay. Das ist dem Täter damit gelungen. Ist er ein Einzeltäter in Ihren Augen, noch ganz kurz, weil es wichtig ist? Ich kann mir nicht vorstellen, zumal wenn man die Szene in Sachsen-Anhalt so ein bisschen kennt, und es gibt auch noch andere Leute, die da mit Dingen experimentieren und rumhantieren, das wissen wir aus der Szene, da wird immer wieder rumprobiert. Der ist geplant strategisch vorgegangen. Das ist ein längerer Radikalisierungsverlauf, ein organisiertes Vorgehen, die Ausrüstung, die Waffen zu besorgen und so weiter. Da verwendet man sehr viel Zeit, sehr Ressourcen, auch eine Akribie drauf. Dieser junge Mensch, der lebt nicht isoliert im Keller über Monate und niemand kriegt mit, was er dort treibt. Es gibt eine Familie, es gibt Familienangehörige, es gibt Nachbarn, es gibt Freunde, es gibt möglicherweise politische Gesinnungsgenossen. Das wissen wir nicht konkret in diesem Fall. Aber ich kann deutlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, der mag zwar alleine als Täter dort gestern in Halle agiert haben, aber für mich sind diejenigen, die davon wissen, die sich gegenseitig hochstacheln. Und wir wissen das im Netz, wir wissen das auf der Straße. Der Täter, der mutmaßlich Walter Lübcke erschossen hat in Kassel, hat im vergangenen Jahr zusammen mit anderen rechtsextremistischen Hooligans aus der rechten Szene, Leute, die seit vielen Jahren bekannt sind, am 1. September vergangenen Jahres in Chemnitz auf der Straße gestanden und gemeinsam mit Pegida und der AfD dort demonstriert. Das sind Leute, die in diesen Milieus seit langer Zeit unterwegs sind und sich daraus auch radikalisieren. Nur ganz kurz, und was können Sie uns sagen über speziell den Großraum Eisleben, den das dort betrifft? Gibt es dort eine rechtsradikale Szene, von der man sagen muss, also wir können uns nicht darauf zurückziehen und sagen, das ist jetzt einfach quasi vom Himmel gefallen, das ist der Einzeltäter, das ist der einsame Wolf, der sich sozusagen im Jugendzimmer radikalisiert hat. Das konnte keiner wissen, jetzt sind wir alle furchtbar betroffen. Das sind die Fragen, die sich die Leute jetzt stellen. Das Entscheidende ist ja, dass die Behörden auch dort in Sachsen-Anhalt einen ganz guten Blick auf die besonders radikale Szene in der Region haben. Aber es fehlt ein Verständnis und auch eine Durchdringung dessen, dass sich am Ende jemand radikalisiert, bei dem aus Worten Taten werden. So wie es hier schon beschrieben gehört. Aber das ist genau, aus Worten werden Taten. Da macht jemand, der geht ein Level weiter und noch ein Level und Level und noch ein Level und am Ende werden Menschen umgebracht. Und dazwischen gibt es einen Riesengap. Und dieses Gap tut sich auf außerhalb der Öffentlichkeit, außerhalb des Blicks der Sicherheitsbehörden, denen oft, das haben wir auch am Beispiel Kassel gesehen, Wolf Hagen, Mord an Walter Lübcke, dass es Leute gibt, die auf einmal, wo die Sicherheitsbehörden Zusammenhänge, Netzwerke, Kontakte nicht verstehen, weil eine Netzwerkanalyse nicht stattfindet. Das will der Verfassungsschutz jetzt machen, stellt ein paar hundert neue Leute ein dafür und die sagen, wir machen jetzt Netzwerkanalyse von rechtsextremistischen Netzwerken, um zu sehen, wie radikalisieren sie sich, wie arbeiten diese Leute, wie funktionieren die Leute zusammen. Aber die Frage ist, kommen wir, und das wäre dann auch, das ist sozusagen der zweite Teil der analogen Diskussion, die man dringend führen muss, und da ist auch gut, den ehemaligen Innenminister hier sitzen zu haben. Was ist denn unsere Antwort darauf? Wir können uns
doch nicht Monat für Monat oder Jahr für Jahr die Geschichte vom Einzeltäter immer weiter sehen. Wir müssen uns noch eine andere Frage stellen. Der Schlüssel ist die fehlende Anerkennung. Nee, nur ganz kurz, die psychologische Seite haben wir gerade schon abgearbeitet. Ja, aber was ist doch die Frage, wie schaffen wir auf andere Weise Anerkennung? Wir reden über die Strafverfolgung, über die Aufspürung der Täter. Wie verhindern wir denn Taten? Richtig, genau. Welche präventiven Möglichkeiten haben wir? Das sind ja so viele Menschen nicht. Gehen wir auf sie zu, schaffen wir, bilden wir Vertrauen, dass sie sich woanders anschließen in ihrer Heimatlosigkeit, in ihrer seelischen Heimatlosigkeit. Da gibt es ja bewundernswerte Initiativen, nicht? Wir schätzen Bernd Wagner mit seinem Exit-Verein. Wir schätzen Ahmed Mansour, also Leute, die sich bemühen, bevor etwas passiert, auf die Menschen zuzugehen und zu versuchen, ihnen andere Bindungen zu vermitteln als die Verführung, die ihnen im Netz droht. Herr Berger, aber ich glaube, Sie haben einen, glaube ich, ganz entscheidenden Punkt gesagt oder angesprochen mit der Aufmerksamkeit. Und da müssen wir es wahrscheinlich alle als Gesellschaft an der eigenen Nase fassen. Weil was ist denn die Währung, die mehr ist momentan als Geld, mehr ist als Macht? Die entscheidende Währung, wir leben in einer Zeit der Aufmerksamkeitsökonomie. Und es geht nur noch darum, wie viel Aufmerksamkeit bekomme ich. Über Likes, über das Internet bietet sich dafür, also als illusorischer Apparat, extrem gut an. Aber das heißt ja nichts anderes, als dass da ein Verlustgefühl ist. Die Leute haben das Gefühl, ich werde zum Beispiel in meinen Bedürfnissen von der Politik, von der Gesellschaft nicht mehr wahrgenommen. Das ist aber ein Schritt, dann mit Waffengewalt Menschen umzubringen. Ne? Das ist noch ein Schritt weiter. Es geht aber auf den Zwischenschritt passen wir nicht auf. Da verlieren wir Leute. Ja. Es geht nicht darum, es geht auch darum, Menschen aus der radikalen, aus der rechtsextremistischen Szene rauszuholen oder aus anderen Extremisten, ganz klar. Aber bis sie dort sind, wird ein großer Schritt gemacht. Und ich habe den Eindruck, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ja. Diese Menschen, der hat ein Umfeld. Da gibt es eine Schule, da gibt es Mitschüler, gibt es Nachbarn, der wird groß, Sportvereine, eine Ortsgemeinschaft. Da gibt es allerdings eine Partei, die in allen Landtagen und im Bundestag ist. Ja, aber vor allen Dingen gibt es die Leute, gibt es eine Gesellschaft, die sagt, du bist erst dann etwas wert, wenn du Aufmerkeitszeit, wenn du wahrgenommen erzielst. Wirst. Also ich denke, es ist eine Mischung. Aber diese Radikalisierung ist ein langer Weg und da verlieren wir die Leute. Frau Ebner, ganz kurz, Sie sagen eine Mischung aus? Eine Mischung aus der Aufmerksamkeitsökonomie, der politischen Dimension, dass mittlerweile auch rechtspopulistische oder diese Sprache auch wieder sogar in Parlamenten wiederfinden, in ganz Europa, in den USA. Ja, weltweit dass die ist immer das mehr, so, ja? Ja, in den Mainstream vorarbeitet. Aber es ist auch die Tatsache, dass diese Netzkulturen so effektiv arbeiten in ihren Kommunikationskampagnen und dass die Inhalte, Können Sie das mal beispielhaft erklären? Also sind diese Leute sozusagen besonders geschickt, wenn es darum geht, die Mechanismen Möglichkeiten des Internets zu nutzen? Ja, also sie sind besonders geschickt darin, sich zu koordinieren, sehr oft in verschlüsselten Kanälen und dann große Kampagnen in den großen sozialen Medien auf Wie Facebook. Wie funktioniert und auf sowas? Können Sie das einmal mal runterbrechen? Am Beispiel Amerika. Zum Beispiel in Amerika würden sich dann einige Neonazis und White Supremacists oder weiße Nationalisten zusammensprechen auf einer Chat-Applikation, sich ausmachen, um diese und diese Uhrzeit senden wir alle diese Hashtags, zum Beispiel diese visuellen Inhalte raus an alle Twitter-Nutzer und dann werden sie so in die Top-Trends katapultiert. Und ähnlich funktioniert auch. Das heißt, man spricht sich ab und sorgt dafür, dass bestimmte Inhalte plötzlich massenhaft wahrgenommen werden. Ja. Das ist sozusagen die Idee dabei. Ja, das ist genau. Und das funktioniert leider so gut, dass sie sich so auch sehr stark also über die traditionellen Gruppen hinaus vorarbeiten können. Und das bringt mich auch zu dem größten Problem, denke ich, das wir im Moment haben, ist, dass weder die Politik noch die Sicherheitsbehörden eine aktualisierte Definition hat von, was sind eigentlich rechtsextreme oder was sind extremistische Gruppen. Weil wir haben keine traditionellen, hierarchisch organisierten, lokal verankerten Gruppen mehr. Wir haben internationale, lose Netzwerke, die in ganz anderer Art und Weise zusammenarbeiten, sich koordinieren, wenn es gerade strategisch sinnvoll ist, manchmal auch nicht. Und dann aber einzelne Individuen zu Gewaltakten inspirieren können. Und das bedeutet auch, ja, es war vielleicht ein Einzeltäter, aber was verstehen wir überhaupt unter dem Wort Einzeltäter? Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Weiterentwicklung der Szene. Ja, in Ihrem Buch diesen ganzen Entwicklung beeindruckend nach. Das kann ich nur empfehlen. Da wird das sichtbar, was da passiert.
Mein Ziel war es auch ein bisschen, wirklich die sozialen Dynamiken hervorzubringen. Ja. Also deswegen bin ich auch undercover in die unterschiedlichsten Netzwerke eingegangen, weil mir diese menschliche Dimension wichtig war und nicht die technologische Perspektive. So, Einzeltäter, da waren wir gerade in der Vergangenheit die rechtsextremistische NPD, wir hatten Kameradschaften. Dann hat die Politik das Mittel erkannt, über das deutsche Vereinsrecht kann man Kameradschaften verbieten, weil man der Meinung war, nur jemand, der bei so einer Truppe mitmacht, bei einer Kameradschaft oder der Mitgliedsausweis der NPD hat, ist ein Rechtsextremist. Daran können wir sehr erkennen. Das ist ein Trugschluss. Jetzt spielen all diese, die NPD spielt überhaupt keine Rolle mehr, auch Kameradschaften nicht mehr. Wir haben ganz andere, das ist eine hybride Bewegung, mit der wir es zu tun haben, die ganz neue Formen entwickelt, immer wieder ändert, auch über das Internet, nicht nur, aber auch dort. Und da sind die Sicherheitsbehörden nicht mehr mitgekommen. Die sind zu starr in ihrer Vorstellung gewesen. Ein Rechtsextremist hat ein T-Shirt an, da steht NPD drauf oder irgendetwas anderes, was du sofort einen Code, den wir klar zuordnen können. Und alle anderen Menschen sind keine Rechtsextremisten. Aber trotzdem noch mal die Frage, die sich hier aufdrängt, ist, was machen wir denn jetzt politisch? Also wenn das so ist und wenn wir das alles wissen, wenn wir diese Mechanismen kennen, warum sind wir dann nicht in der Lage oder anders gefragt, an welcher Stelle versagen wir dann und brauchen wir dann möglicherweise neue Mittel? Sollten wir pragmatisch an die Dinge rangehen, also sozusagen großer Lauschangriff reloaded, aber in einer anderen Form? Wie kann es denn sein, dass jemand sich Bauanleitungen für Gewehre und so weiter aus dem Internet zieht, sich monatelang, wochenlang mit diesem Thema beschäftigt, sich mit anderen Leuten austauscht und deutsche Behörden kriegen nichts davon mit? Ja. Der hätte doch irgendwann mal in ein Raster geraten müssen. Die Behörden müssen erstmal eine ordentliche Netzwerkanalyse betreiben. Das beginnt jetzt. Das haben sie in der Vergangenheit nicht getan. Ich wollte grad sagen. Dann haben wir in Deutschland immer noch dieses Zuständigkeitsdilemma. Sprechen Sie mit Behörden in Nordrhein-Westfalen und welchen in Brandenburg oder in Sachsen sind Sie auf irgendeiner Nazi-Veranstaltung. Da treffen Sie ganz viele Rechtsextremisten aus Nordrhein-Westfalen. Aber die sächsischen Behörden wiederum kennen die nicht. Ne? Wir brauchen eine Draufsicht. Das vernetzte Denken auch von Sicherheitsbehörden. Das haben Sie übrigens nicht nur beim Extremismus, auch bei der Kriminalität. Kriminalität ist etwas, das betreibt das BKA momentan unter Hochdruck, weil man erkannt hat, dass dieses föderale Prinzip, jeder denkt nur an seinen eigenen Hühnerhof, begrenzt ist nicht funktioniert. Und denjenigen nutzt, die es im Prinzip missbrauchen wollen, die auch den Rechtsstaat im Prinzip komplett missbrauchen. Die Kenntnis der Möglichkeiten im Internet ist, würde ich sagen, völlig unterentwickelt, solange auch die rechtliche Handhabe nicht da ist. Das meine ich. Das, was Herr Baum sagt, wir arbeiten doch hier an neuen Gesetzen und so weiter, also mit Verlaub. Ich weiß, dass daran gearbeitet wird, aber solche Aussagen, die haben wir vor 4-5 Jahren schon gehört. Nach jeder Straftat, nach jeder Radikalisierung im Internet, auch bei Islamisten im Übrigen, wird der Ruf laut, an diese Unternehmen ranzugehen, da eine Begrenzung, gesetzliches Regelwerk herbeizuführen. Aber es passiert nicht. Ja, der Punkt ist doch, ich finde das häufig sehr, sehr unfair, auch diesen Ermittlern und Beamten gegenüber. Also wir beschweren uns dann sehr wortreich darüber, wie denn sowas passieren kann. Mir fehlt wirklich die Fantasie, wie es möglich sein soll, dass jemand sich so lange, so intensiv mit einem solchen Thema beschäftigt. Lese von Teilen, die aus dem 3D-Drucker kommen, die man dann einfach bestellt und dann baut man sich daraus selber ein Gewehr zusammen oder auch die Munition, die aus 3D-Druckern kommt und so weiter. Ja. Frau Ebner nickt und sagt, ja, das ist alles möglich, das ist alles machbar. Es ist wirklich schwierig, wenn das Ganze, also selbst wenn die regionale Koordinierung besser funktionieren würde, hätte man immer noch, das Problem ist ja ein internationales, hätte man immer noch diese Dimension, dass man als Staat oder als nationale Einheit trotzdem nur so viel machen kann, also gerade im Netz, weil viele der Unternehmen in den USA sitzen und dann die Regulierungen trotzdem nur auf den deutschsprachigen Raum zutreffen. Aber bräuchten die Behörden mehr Mittel, mehr Rechte, mehr Möglichkeiten? Einfach ein pragmatisches Vorgehen. Ich habe gelesen, dass im Fall des islamistischen Ehepaars aus Köln, das Rizinsamen, glaube ich, bestellt hat, deren Hilfe man einen fürchterlichen Anschlag hätte verüben können. Die sind nur deswegen aufgeflogen, weil ein ausländischer Geheimdienst die deutschen Behörden irgendwann darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, pass auf, ihr müsst da mal gucken, da bestellt jemand in größeren Mengen dieses Zeug. Und nur so haben die Besuch von deutschen Beamten irgendwann mal gekriegt. Also da sind wir doch im Grunde ein völlig zahnloser Tiger. Na, völlig nicht, aber wir eilen dem Phänomen hinterher. Das ist sehr, sehr schwer zu fassen. Und ich finde zum Beispiel Amri.
der Täter Amri, ja. Ja, der hätte fest, der, wir wussten, was der wieder denkt. Ja. Wir wussten, dass er eine Gewalttat plant. Nicht? Und die Polizei, die Sicherheitsbehörden haben nicht dafür gesorgt, dass er hinter Schloss und Riegel gab, bevor er die Tat verbracht hat. Also hier gibt es auch immer in der Fahndung, in der Koordinierung der Sicherheitsbehörden Schwächen. Aber wie kommen wir an das Netz ran, das international organisiert ist, schwer durchschaubar ist, jeden Tag sich neu entwickelt? Und das Schlimmste ist ja, wenn Menschen in den Fokus kommen, ja, wenn diese Überhitzungsmaschine Hass entwickelt und dann plötzlich einer, der von diesem Hass betroffen ist, im Netz erschossen wird. Das ist doch die Linie. Wie Walter Lübcke beispielsweise. Ja, wie Lübcke, ja. Nicht also Hass und dann Gewalt. Aber wir reden über die Täter. Aber wir müssen die politische Subkultur auch im Auge haben. Mhm. Die stützen sich doch auf diese Subkultur. Die ermutigt sie doch. Ja? Mhm. Wenn ein Herr Sohn so auf einem völkischen Treffen das und das sagt, gegen die Umvolkung, nicht wahr? Dann fühlen die sich bestätigt und motiviert. Also wir müssen beides tun, wir müssen ins Netz. Und wir müssen das alles ernst aber nehmen, mit viel ernster nehmen als heute. Mit Verlaub, heute. Herr Baum, da sind wir jetzt aber wieder ganz, ganz dicht dran sozusagen an dem Satz, der dann immer kommt, wir müssen das ernst nehmen und so weiter. Was folgt denn daraus? Muss man nicht auch mit Blick auch auf Ihre Partei beispielsweise sagen, ihr müsst da den Ermittlern mehr Möglichkeiten an die Hand geben und dann muss es auch mal möglich sein, einen solchen Computer notfalls, wenn man weiß, dass da jemand ist, der zu dieser Szene ist, auch mal auszuspähen und dabei zu sein, schlicht und ergreifend, wenn er Dinge bestätigt. Herr Lanz, ich habe überhaupt kein Problem, wenn mir jemand sagt, hier fehlen die rechtlichen Möglichkeiten. Bisher ist mir das noch nicht nachgewiesen worden. Oder sehen Sie da große Defizite? Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Ja, wir haben ja gerade den spektakulären Fall von Frau Künast, die zu Felde zieht zum Thema Hate Speech aus nachvollziehbaren Gründen. Sehr viele Menschen in Deutschland, ich kann mich da einschließen, die davon betroffen sind, wünschen, dass sie sich damit durchsetzt, weil man denkt, sie hat die Ressourcen, sie hat die Möglichkeit, eine prominente Person kann jetzt endlich etwas mal ein Problem zu einer rechtlichen Lösung führen, mit dem viele von uns betroffen sind. Dann rede ich mit Ermittlern, das ist noch gar nicht so lange her, die sagen, es mag sein, hat sie alles recht mit, aber die Partei, für die Frau Künast steht, nämlich die Grünen, sind diejenigen, die uns Polizisten mit ihrem Datenschutzanspruch die geringsten Möglichkeiten überhaupt eingeräumt haben in den vergangenen Jahren. Es gibt diese Diskussion. Das meine ich. Ich schilder nur die Perspektive von Ermittlern. Ich will nur sagen, es gibt auf der einen Seite das Problem und auf der anderen Seite Ermittler, Polizisten, die sagen, uns sind die Hände gebunden, weil die Datenschutzbestimmungen in Deutschland so rigoros sind, wie sie sind. Wenn es um Täter geht, die schwere Straftaten begehen wollen, da ist die Fahndung in das Vorfeld verlagert worden, auf Leute, die nicht einmal im Verdacht stehen, sondern von denen man annimmt, dass sie irgendwann eine Straftat begehen. Das ist vom Bundeskriminalamt, jetzt im neuen Bundeskriminalamtgesetz, also an der rechtlichen Grundlage fehlt es da nicht. Dann muss sie eben ausgefüllt werden. Und trotzdem, Herr Baum, hat man, Entschuldigung, Frau Immer, ja? Es gibt auch ein großes Kapazitätenproblem und ich gebe Ihnen da recht, dass man auch nicht immer natürlich mit dem Finger auf die Behörden zeigen kann, wenn vor allem im letzten Verfassungsschutzbericht steht, dass es 24.000 Rechtsextremisten, davon mehr als die Hälfte potenziell gewaltbereite Rechtsextremisten gibt in Deutschland, dann ist das auch wahnsinnig schwer natürlich, da überhaupt den Überblick zu bewahren und das nur die jetzt wirklich bekannt sind. Und im Netz ist es noch viel schwieriger, auf den anonymen Plattformen hier überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen. Es gibt aber Gruppen, die den Überblick haben. Und diese Debatte muss man auch führen. Wenn Sie mal auf so ein Ereignis wie Chemnitz schauen. Wenn Sie da gewesen sind und in der Analyse anschließend, wer war wo, wie da, was sind die verlässlichen Quellen, dann muss man einfach feststellen, die verlässlichen Quellen sind dort in erster Linie die Antifa. Das sind Gruppierungen, die kommen aus dem linksextremistischen Bereich zum Teil. Die stehen selbst politisch stark im Zweifel. Aber die wissen ganz genau, wer dort ist. Die wissen, dass der Stefan E. aus Kassel, der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke, dort gewesen ist, weil sie die Leute kennen. Weil diese Analyseleistung, die Sicherheitsbehörden nicht in der Lage sind, was den Rechtsextremismus angeht, tatsächlich von diesen Gruppierungen intensiver und erfolgreicher gebracht werden. Das ist eine Beobachtung aus vielen Jahren als die Sicherheitsbehörden selbst. Diese Erkenntnisse werden dann oft
medial gespielt durch Redaktionen, durch Journalisten, die das aufgreifen, die diese Informationen öffentlich transparent machen. Aber die, die validen Informationen als Journalist bekommen sie wesentlich eher von diesen Gruppierungen als von den Sicherheitsbehörden, was auch das Defizit dieser Analysefähigkeit der Sicherheitsbehörden aufweist. Weil der Fokus in der Vergangenheit sehr stark auf Dschihadismus gelegen ist und erst jetzt dieser Aufholbedarf wahrgenommen wird, den es auf Recht... Wir haben da was aufzuholen. Herr Bertels. Ja, nee, weil Herr Baum eben von dem Boden gesprochen hat. Und das finde ich ganz wichtig. Weil was wir natürlich alle machen, wir versuchen, die Täter zu umkreisen, zu psychologisieren. Die meisten von uns und wahrscheinlich auch die meisten Zuschauer kennen weder einen Täter noch jemanden, der irgendwie in die Nähe dieser Leute kommt. Insofern, was ist aber möglich in einer, oder was... In was für einem Zustand befindet sich eine Gesellschaft, wo so etwas wachsen kann? Und da, finde ich, ist das Problem. Da ist auch das, wo wir selber suchen können. Wenn ich im Umkreis gucke, selbst in meinem Umfeld, von Leuten, wo ich es nie für möglich gehalten hätte, die auf einmal Sätze sagen wie, ja, und nicht irgendeiner Partei sich dazugehörig fühlen, sonderlich. Ja, vielleicht funktioniert das auch mit der Demokratie gerade nicht mehr so gut. Das, ja. Ja? Ja. Und vielleicht braucht man mal so eine Übergangsphase, wo dann plötzlich mal härter durchgegriffen werden kann und so. Damit ist eigentlich auf einer breiten Ebene der Boden geschaffen, der sowas am Ende toleriert. Das, was wir da erleben, sind die Spitzen. Den Ansatz finde ich ganz entscheidend, Herr Berkel. Ich habe hunderte von Rechtsextremisten kennengelernt in den vergangenen Jahren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur einer von den Leuten, denen ich näher gekommen bin, mit denen ich viel spreche, wenn der sich in meinem persönlichen, als Mensch, als Privatmann Umfeld radikalisieren würde. Ich kann mir nicht in einem einzigen Fall vorstellen, dass mir das nicht aufgefallen wäre. Und das ist nämlich genau der Appell an die Gesellschaft, an uns alle. Jeder Mensch hat ein Umfeld, das mag größer, das mag kleiner sein, aber dieses Umfeld muss merken, was da passiert, muss darauf reagieren, muss Grenzen ziehen, muss damit umgehen, das zu ignorieren. Die Ignoranz ist im Prinzip... Ist das Frau Feldmann? Ja. Das, was Sie mit ritualisiert meinen, auch was die politische Seite angeht... Das heißt auf Englisch in Amerika, if you see something, say something. Es gibt Schilder überall aufgehängt. Wenn du was siehst, dann sag etwas. Und das gibt es eigentlich seit 9/11, so wie ich das in Erinnerung habe, dass man den Leuten langsam, mühsam beigebracht hat, wie solche Dinge zu beobachten, wie sie zu erkennen und wie über sie zu berichten. Das kennen wir noch nicht in Deutschland. Also ich kann das nicht aushalten, dass wir den Abend an uns vorbeigehen lassen, ohne diesen Opfern unsere Aufmerksamkeit zu bescheren. Weil ich fasse es nicht. Wir sind immer wieder in diesen gleichen Diskussionen gefangen. Wir reden nur um die Täter, wir reden nur um die Rechtsextremisten. Deshalb bin ich heute Abend hierher gekommen. Es waren Juden die Zielscheiben. Aber es sind nicht Juden gewesen, die daran umgekommen sind. Warum? Weil Hass ist den Zielscheiben egal. Hass findet irgendwann eine Zielscheibe. Wenn eine nicht zur Verfügung steht, findet er eine zweite. Und wenn die zweite nicht zur Verfügung steht, findet er eine dritte. Und irgendwann sind wir alle Zielscheiben. Und diese Menschen, die sich an dem Tag aufopfern mussten... Das sind unsere Mitmenschen. Wir sind alle davon betroffen. Nicht nur Juden. Und es geht nicht nur um eine Synagoge. Es geht um unser Land und um unsere Gesellschaft. Und natürlich können wir jetzt nicht gleich wieder um Politik reden und alles an die Politik schieben. Natürlich müssen wir etwas als Gesellschaft unternehmen. Ja, aber wir das machen wir auch gerade nicht heute Abend, sondern versuchen mal den Schritt weiterzugehen. Aber wir müssen die Diskussion neu führen, dass wir sagen, hey, was macht die Politik? Die Politik ist schuld. Es ist unsere Verantwortung. Natürlich auch. Wir sind wirklich das Volk. Wir tragen diese Demokratie. Wir sind das Volk. Ja. Ja, das sehen andere anders, wie wir gleich sehen werden. Ganz wichtig, die Frage, in welchem Zustand befindet sich unsere Demokratie? Genau. Das ist doch die Frage. Und da gibt es doch Entfremdungserscheinungen. Da gibt es Leute, die das System angreifen. Das System ist unsere Demokratie. So. Die angreifen die Meinungsfreiheit, die Freiheit der Kunst, die Freiheit der Religion. Ich habe was für Sie. Ich habe was für Sie. Das würde ich Ihnen allen gerne hier zeigen, weil Sie gerade gesagt haben, hingucken ist das entscheidende Thema. Es gibt Bilder vom 3. Oktober. Mitten in Berlin sind diese Bilder entstanden, gedreht vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus. Also auch da waren es sozusagen nicht die Behörden, die diese Bilder dann irgendwann mal produziert und bereitgestellt haben, sondern das war eine private Vereinigung, der Demokratie offensichtlich am Herzen liegt.
Und wenn man das sieht, Herr Baum, weil Sie gerade sagen, da müssen wir hingucken, ja, und da müssen wir auch handlungsfähig sein. Also was ich dort sehe, ist eine sehr seltsame Art von Hilflosigkeit, auch der Polizeibeamten, unter deren Augen sich das genauso abgespielt hat. Schauen Sie mal. Ein Baum, ein Schreck, ein Preis, der genickt. Weg. Weg damit. Verpiss dich damit, Mann. Verpiss dich damit, Alter. Wir sind schuld, was passiert ist. Ja, immer wieder das Gleiche. Ja, ich sag immer wieder, was könnt ihr denn dafür? Denkt doch daran, was anderen Völkern, andere Nationen angetan haben. Die Amerikaner haben die Atombombe abgeworfen über Hiroshima. Ja, Dresden, da redet auch keine Sau mehr davon. Aber trotzdem, der deutsche Schall holt sich immer wieder diese Last. Er soll sich befreien davon und für die Heimat stehen. Und heute, an diesem Tag, den 3.10. Oktober, zeigen wir jetzt das System, dass wir uns Deutschland heute wieder und zurückholen, Freunde! Nie wieder Israel! Wir marschieren den nationalen Widerstand! Volksverräter! Drecksweine! Schande! Du, geh mal arbeiten und nicht schon den Arsch hinhalten, du Fotze! So. Tja, was? Was ist das für eine Haufen? Wenn wir wollen, schlagen wir euch tot. Und wir haben ja solche Bilder auch aus Dresden gesehen im vergangenen Jahr, als Bundespräsident und Kanzlerin dort waren. Wer sind diese Leute, Herr Sundermeier? Und warum agiert auch da der Staat auf so seltsame Art und Weise hilflos? Erfüllt das nicht den Tatbestand der Volksverhetzung? Warum greifen wir da diese nicht Bilder an? Erlebe ich bei bestimmten rechtsextremistischen Demos immer wieder. 3. Oktober war das Berlin. Ja. Ich war auf der gleichen Demonstration im vergangenen Jahr, am 3. Oktober, einen Tag, nachdem ich hier am Abend vorher über Rechtsextremismus in der Sendung geredet habe. Und diese Leute kennen mich. Was meinen Sie, was da los war? Diese Momentaufnahmen, ich kenne den Kameramann, der diese Filme dort macht, der ist immer auf diesen Demonstrationen dabei. Mhm. Diese Aussagen erleben wir Medienvertreter, die auch in dieser Szene bekannt sind, bei jeder Demonstration dieser Art. Das ist im Prinzip, diese Leute sind Teil einer gesamten Bewegung, die Deutschland erfasst hat. Und ich rechne die AfD in ihren Parlamenten, in den Landtag und im Bundestag mit zu dieser Bewegung. André Poggenburg, das sind AfD, ja, ein ehemals führender Poggenburg, AfD. Jetzt nicht mal AfD eben. Es sind zahlreiche AfD-Mitglieder, die ich auch persönlich kenne. Die laufen bei dieser Demonstration mit. Es sind NPD-Mitglieder dabei. Mhm. Einer der Ordner zum Beispiel. Wir hatten vor Jahren diese Hetzjagd in Guben, wo ein Algerier zu Tode gehetzt wurde, dass der durch eine Scheibe in einem Hochhaus sich retten wollte, dort zu Tode gekommen ist vor Jahren in Guben. Und der Haupttäter ist Ordner bei dieser Demonstration. Es sind ehemalige NPD-Kader dabei, Leute aus der Kameradschaftsszene. Die sammeln sich jetzt und machen Demonstrationen mit vierstelliger Teilnehmerzahl, ziehen durch Berlin-Mitte. Das hat es vor Jahren nicht gegeben. Das ist neu. Früher galt Berlin als eine linke Stadt. Da hat man für Frieden und für Fahrräder und alles Mögliche demonstriert, immer noch. Mhm. Aber die bringen das eben jetzt auch auf die Straße. Aber es gibt einen Rechtsextremismus nicht nur auf der Straße. Der ist in die Bürger, in die Mittelschichten eingesichert, sagen uns alle Soziologen. Die sind mit dabei. Die sind mit dabei. Wer läuft damit? Leute, die in den... Also in Köln hat das beste Wohnviertel einen überdurchschnittlichen AfD-Anteil. Die gehen nie auf die Straße. Es ist, Heidmeier hat das untersucht, andere Soziologen, in den Mittelschichten eine Verachtung für Minderheiten hat sich da gebildet. In Jahren. Das ist besorgniserregend. Mhm. Minderheiten sind unsere islamischen Mitbürger, Minderheiten sind obdachlose Minderheiten, sind Juden, Minderheiten. Also da steckt Rassismus drin. Das die und das ist kein Phänomen, das man so übergehen kann. Das hat es am Ende der Weimarer Zeit gegeben. Die Leute wollen, die Situation ist nicht vergleichbar, die Leute wollen nicht unbedingt, was die Spitzen, die sie wählen, machen. Aber sie bewirken, dass sie es machen können. Wenn sie sich auf diese Demonstration bewegen, bekommen sie einen Geschmack von Weimar. Ich habe das jedes Mal, ich bin x-fach auf solchen Demonstrationen, ich habe dieses Gefühl, ich habe diesen Geschmack. Es werden ja auch immer
wieder diese Analogien zu Weimar und 33 gezogen. Viele Menschen, die das erleben, ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein langes Interview gemacht mit einer Politikerin, die bedroht wurde in Sachsen. Bis hat sie zu einem Burnout-Syndrom getrieben. Die kann jetzt nicht mehr als Bürgermeisterin dort arbeiten. Die sagt mir, ich fühle mich wie 33 in meinem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Ich bin hier. Das hört man immer wieder. Ich glaube, das darf man, diese Weimarer Verhältnisse darf man auch nicht beschreien. Das ist kein flächendeckendes Phänomen. Nein. Aber örtlich und zeitlich begrenzt bei diesen Demonstrationen findet genau das statt. Genau. Und ein Strick, ein Pressegenick und Volksverräter. Und der nächste Schritt ist dann die ultimative Gewalttat. Wir denken an den Galgen, der für Sigmar Gabriel da herumgetragen wurde und so weiter und so weiter. Und bei all diesen Dingen, wir haben mit einem sehr renommierten Anwalt, Christian Scherz, neulich hier drüber gesprochen, der sagt, das ist eindeutig, das ist justiziabel und es passiert auf seltsame Art und Weise nichts. Deswegen, Frau Feldmann, an Sie die Frage, fühlen Sie sich trotzdem sicher und ausreichend geschützt, wenn Sie auch solche Bilder sehen, mitten in Berlin, wo Sie ja leben und Zuflucht gefunden haben? Ja, ich weiß natürlich, dass es sowas gibt. Ich weiß das schon seit, bevor ich in Deutschland gewohnt habe. Mhm. Ich habe mich trotzdem entschieden, nach Deutschland zu ziehen. Sowas gibt es auch in Amerika. Mhm, sowas kann man heute nicht mehr entkommen. Also ich habe gelernt, in einer Welt zu leben, worin auch böse Menschen leben. Mhm. Aber das heißt, für Sie ist das ein globales Phänomen? Es ist ein globales Phänomen. Es war immer vorhanden. Es wird wahrscheinlich immer bis zu einem gewissen Maß da sein. Damit müssen wir einfach klarkommen. Es ist auch ein deutsches Wie geht Phänomen. Ihre Erklärung dafür, dass es im Moment so erfolgreich ist, dass das so verfängt? Weil dass es diese 10% ungefähr gibt von Leuten, die sozusagen eher im Gestern als im Heute oder im Morgen zu Hause sind, das wissen wir alle seit langem. Aber im Moment verfängt das weltweit. Und Menschen wie Donald Trump sind sozusagen nur das Symptom davon. Wie geht Ihre Erklärung dafür? Ja, ich weiß nicht, ob Sie das so mögen werden oder ob ich mich damit beliebt mache, aber für mich ist es eine Klassenfrage. Also für mich ist es wirklich sozioökonomisch, dass immer mehr Leute abhängen, das wissen wir, das ist klar, vor allem in Amerika, es ist ein weit verbreitetes Problem. Mhm. Und Leute würden gewisse Dinge versprochen, von einer Generation zum nächsten hat man das Gefühl, man hat viel verloren und man kriegt nichts mehr versprochen. Und statt die Wut dann an den richtigen Zielscheiben auszudrücken, weil die sind komplex und verstecken sich, drückt man diese Wut aus an den günstigen Zielscheiben. Und das wird in Deutschland keine Ausnahme sein. Nur in Deutschland ist es ein bisschen anders, weil es diese Geschichte gibt, die immer über uns lauert, den Schatten, den schwarzen Wolken und woraus man sich auch als Extremist nähern kann. Und da haben wir hier schon eine besondere Herausforderung. Das muss man sagen. Sie haben vorher gesagt, Sie sind stolz auf diese Erinnerungskultur. Und das sollen Sie auch sein, weil es notwendig war. Und ich kann mich gar nicht vorstellen, wie das war, so eine Erinnerungskultur in Deutschland einzurichten und aufzubauen. Schwierig. Sehr schwierig. Das glaube ich sofort. Sehr schwierig und auch bestimmt emotional sehr strapazierend. Ja, und das war die Generationen, die das aufgebaut haben, die waren die betroffenen Generationen. Mhm. Das Problem ist, dass wir heute in einer Zeit leben, wo Generationen groß werden, die keine emotionale Verbindung zu diesem Thema mehr haben. Die fühlen sich nicht mehr verbunden. In Englisch sagt man dazu Holocaust Fatigue. Die Deutschen haben also die haben eine Holocaust-Müdigkeit. Ein Ermüdungsphänomen bei den jungen Leuten. Also in Deutschland nicht. Das wäre ganz toll, wenn das so wäre. Ja, und ich würde dem zustimmen. Klar, also die Erinnerungsarbeit in Deutschland ist weit voraus, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Aber auch hier gibt es langsam das schleichende Problem, dass die Leute keinen Zugang finden. Und mein Gefühl oder meine Einschätzung, warum die keinen Zugang finden, ist, dass weil es so schwierig war, die Erinnerungskultur in Deutschland einzurichten, weil es wirklich eine riesige Herausforderung war, haben wir das eigentlich nur auf einer kollektiven, abstrakten Ebene geschafft. Wir haben das als Gemeinschaft geschafft, aber wir haben es nicht geschafft, dass die individuellen Leute, die an dieser Arbeit teilgenommen haben, es in ihrem eigenen Leben aufgenommen haben und reflektiert haben. Also was Sie völlig außer Acht lassen, ist, dass das Internet weltweit ein Enthemmungsmedium ist. Das hat es früher nicht gegeben. Dinge wurden früher nicht gesagt. Man hatte gewisse Hemmschwellen. Dinge wurden früher nicht verbreitet. Ein Präsident, der im Morgenmantel twittert und dann geht die Börse runter, das ist dem Internet zu verdanken. Aber denken Sie, dass es wirklich so viel besser ist, dass wir die Dinge, die wir sagen wollen, nicht sagen und trotzdem weiterdenken? Das schränkt unsere Selbstbestimmung ein, manipuliert uns.
100.000 Leuten. Am Stammtisch mit 10 Leuten haben die Leute geschimpft. Und jetzt wird ein Shitstorm auf eine bestimmte Person gerichtet. Ja, und wenn wir damals uns die Zeit genommen hätten, mit diesen einzelnen Leuten, die geschimpft hätten, mit denen individuell zu sprechen und mit denen individuell zu reflektieren, dann würden es keine Massenbewegung hätte werden können. Und Herr Baum, es gibt jetzt eine Partei, die fordert die erinnerungspolitische Wende. Und das ist das, was Herr Höcke meint. Und nicht nur er, auch zahlreiche andere in der AfD, die fordern eine erinnerungspolitische Wende. Und da stimmen nicht nur diese Schreihälse zu, die wir gerade in den Bildern gesehen haben, sondern da stimmen auch eine Menge Leute zu, die das denken, die das bislang am Stammtisch gesagt haben und sagen, jetzt sagt es endlich mal einer. Wir wollen das nicht mehr hören, wir wollen es nicht mehr thematisieren. 27% in Sachsen. Genau, weil ich glaube, das Problem ist, dass wir es zum Teil versäumt haben, den Generationenwechsel in der Erinnerung überhaupt zu beschreiben. Das heißt, die Generation, die das noch mitbekommen hat, oder die Kinder dieser Generation, also die 68er-Generation, die hatten eine Schuldproblematik. Das heißt, deren Erinnerungs- oder Aufarbeitungsleistung bestand darin, sich mit dieser Schuld auseinanderzusetzen. Wir haben nicht die individuelle Schuld, Verantwortung. Moment. Da will ich ja hin. Zu einer bestimmten Zeit und eine bestimmte Generation hatte sehr wohl individuelle Schuld. Ja. Und jetzt kommen die nachfolgenden Generationen und sagen, was soll ich denn jetzt sozusagen mit dieser Schuldfrage? Dann kommt so, damit man überhaupt nicht mehr drüber reden muss und überhaupt nicht mehr nachdenken muss, dass man sagt, okay, ich bin schuldig, alles klar, weiter, nächstes Thema. Das Problem ist, dass man jetzt über Verantwortung, nicht über Schuld reden muss. Natürlich sind die Leute, die damals überhaupt nicht geboren waren, die irgendwie in 70er Jahren, 80er Jahren geboren sind, natürlich sind die nicht schuldig. Was sollen die für eine Schuld haben? Aber sie haben eine Verantwortung. Es geht um ein Erbe, wenn wir das mal juristisch versuchen zu verstehen. Wenn ich ein Haus erbe, kann ich ja auch nicht sagen, also die Schulden, die da auf dem Haus sind, die möchte ich bitte nicht, die Hypothek ich nicht. Aber das Haus hätte ich gerne. Dann würde jeder sagen, Entschuldigung, also entweder du trittst das Erbe an oder du trittst es nicht an. Dass die positive Identifikation mit Deutschland, die möglich ist, die wollen wir und die negative wollen wir nicht. Das geht nicht. Wir müssen uns auseinandersetzen. Das ist die Aufgabe unserer und folgender Generation. Nicht die Schuldfrage. Das ist ein gutes Schlusswort, das wir gerne so nehmen. Die Zeit ist leider um. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Sie sehen wir morgen, Herr Bertel, um 20.15 Uhr hier im ZDF. Da freuen wir uns drauf. Vielen Dank an Sie alle. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Gute Besserung für die Stimme. Und ich hoffe, wir haben bei nächster Gelegenheit dann mal die Chance, vielleicht auch mal ein bisschen über Globalisierung zu sprechen, denn das scheint mir das Thema zu sein, das tatsächlich über allem steht. Jetzt die Kollegen von heute plus mit der Bitte um Entschuldigung für die kurze Überziehung.